Ich hatte eine sehr schöne Kindheit in Syrien. Und es ist einmal Krieg aufgetreten, als ich 11 Jahre war. Und ich habe ein bisschen davon erlebt. Und dann ja, 4 Jahre nachdem, wir sind nach Deutschland geflüchtet. Der Weg nach Deutschland war sehr schwer gewesen, weil wir sind geschmuggelt. Also wir mussten von Syrien weg, weil als ich 14 Jahre alt war, der Krieg hat angefangen. Dann haben meine Eltern entschieden, uns aus Syrien zu flüchten. Das Flucht von Syrien nach Deutschland hat wirklich meine Mama am meisten getroffen, weil die sollte sich um 3 Kinder kümmern. Aber sie hat das für uns versucht, bestmöglichst schöner zu machen und nicht zu zeigen, dass wir jede Sekunde sterben können. Meine Mama ist mein Vorbild. Also immer, wenn ich eine schlechte Zeit habe oder einen Moment habe, wo ich aufgeben möchte, ich erinnere mich nur an meine Mama, was sie erledigt hat in Syrien, was sie für uns alles getan hat.